Hallo Leute, ich mache mir heute einen Vanille-Milchshake mit Kaffeeschaumhaube. Und da wollte ich euch mitnehmen. Und als erstes machen wir den Kaffeeschaum. Der geht jetzt rucki-zucki. 20 Gramm Instant-Kaffee, den habe ich. Das ist dieser hier. Davon 20 Gramm rein. So, 22 stimmt nicht, 20. So, und jetzt kommt 50 Gramm Zucker rein. Und 50 Gramm Wasser. So, und das Ganze 4 Minuten auf Stufe 4. Die 4 Minuten um sind, hole ich euch wieder dazu. So, guck mal, den Schaum habe ich schon rausgeholt. Guckt, so sieht er aus. Und jetzt legen wir mit der Milch los. Ich stelle das mal auf den Tisch. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommt der Milchshake. Gramm Vanilleeis. Ich hoffe, ich habe noch so viel hier drin. Nee. Natürlich nicht. So, wartet mal, ich hole mal Neues. So, jetzt machen wir den Milchshake und wir brauchen dazu 300 Gramm Vanilleeis. Und jetzt kommen in den Mixer 300 Gramm. Na. Gramm ist recht viel bei Eis. Haben wir gleich. Na. So, haben wir das auch schon. Dann kommt noch 200 Gramm eiskalte Milch. Also aus dem Kühlschrank Milch, logischerweise meine ich mit eiskalt, ne? So, und dann 100 Gramm kalte Milch. Da könnt ihr 3,5er nehmen oder 1,5er nehmen. Das ist ganz egal. Mit dem Zusatz Milch, Mandelmilch und so habe ich das noch nicht ausprobiert. Da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Da möchte ich mich raushalten. Wie gesagt, Milch kalt. 1,5 oder 3,5 oder 3,8 gibt es ja auch. 100 Gramm. Ah, jetzt
Jetzt habe ich mehr, aber ist nicht so schlimm. Dann wird es ein bisschen dünner, sonst ist es immer so dickflüssig. Aber 100 nur, ne? Für euch. Ich habe eben geschlafen wieder. Wie so immer. Und das Ganze 3 Sekunden jetzt auf Stufe 10. Also ich mache jetzt 4 Sekunden auf 10. Guck, ich zeig's euch. So sieht's auch schön cremig. Und ich füll's jetzt in ein Glas. Nehme ich euch mal mit runter. So, ich hole mir noch mal einen Spatel. Jetzt noch einmal umrühren kann. So. Und dann kommt es ins Glas. Guckt, wie schön cremig das ist. Geht natürlich auch schön alles daneben. Aber naja, gut. Dafür bin ich ja bekannt. So. Und dann kommt gleich der Kaffeeschaum drauf. Und das zeige ich euch gleich. Und dann geht es wie gewohnt weiter. Kommt der Kaffeeschaum da drauf. So, und jetzt noch ein paar Streusel. So, und so ist unser Vanilleshake mit Kaffeeschaum fertig. Und wir lassen es uns dann schmecken. Vielleicht hat es euch ja gefallen. Dann macht es mal nach und vielleicht hören wir uns beim nächsten Video wieder. Rezept schreibe ich euch in der Infobox, so wie immer. Und dann bis zum nächsten Video. Bis dann, eure Andrea. Ciao!